Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Marvel Sturm der Superhelden. Das letzte ist ja leider schon eine Weile her, weil ich ja einfach nicht genau wusste, was ich euch schon zeigen könnte. Jetzt, da aber seit gestern es ja ein Update gab bezüglich der Allianz-Mission, dachte ich mir, schauen wir uns das mal genau an, weil es da doch ein paar Fragen aufwirft bei einigen, was ich jetzt heute schon in der Ali festgestellt habe. Und zwar gehen wir einfach mal, ihr seht, ich bin schon in dem Shop drin, ne? Gehen wir mal auf diesen Treue-Shop. Ja, genau, Fail. Gehen wir mal auf den Ruhm-Shop drauf. So, ihr seht, ihr habt jetzt ganz viele neue Items drin, Alpha-Entwickler, Basis-Entwickler, bla bla bla. Und hier unten hat es noch Heilung. Was natürlich auch sehr interessant sind, sind diese Ruhmes-Kristalle hier. Ihr seht, da könnt ihr halt Klassensplitterfragmente Stufe 4 kriegen, welche ja relativ selten sind. Und ja, zufällig halt welche kriegt, ne? Für das erste Item kostet 500, das nächste kostet dann 550. Das heißt, ihr seht, die Preise gehen dann immer hoch. Hier sind wir jetzt auch bei 1100 beim ersten, 1210 der zweite. Natürlich ganz nützlich, um voranzukommen. Daher ist natürlich die Frage, wie bekommt ihr diesen Ruhm? Seit dem Update mit den Allianz-Missionen könnt ihr den natürlich dadurch bekommen. Gehen wir jetzt mal auf Allianz-Missionen. Also wie ihr seht, wir sind jetzt hier bei 3. Weil ich bin in einer relativ kleinen Ali für meine Wertung. Einfach weil, naja, schön und spannend, chillig ist, ohne Stress, ne? So, und jetzt seht ihr bei mir, habe ich hier schon die 1 stehen. Was damit zusammenhängt, dass wir schon den ersten Meilenstein geschafft haben. Und zwar sind die Meilensteine, ihr kennt es ja von früher, waren die ja immer so rechts an der Seite, ne? Sind jetzt ein bisschen versteckt. So, und, also, ja, genau. Wenn ihr jetzt hier da draufklebt, machen wir jetzt einfach mal, dann seht ihr hier Top-Rang-Belohnung, was wir kriegen. Und jetzt gehen wir einfach mal hier drauf. Und dann, wenn wir diese 1 nicht hätten, würden wir jetzt automatisch auf die Seite hier kommen. Mit den Rangbelohnungen, wo ihr seht. Ne? Und da seht ihr, hier kriegen wir schon die ersten Ruhmspunkte. Also hier bei den ganz schlechtesten wird man 400 immerhin kriegen. Und wenn wir ganz oben hinkommen, dann sind, wie ihr seht, 575 Ruhm. Was natürlich nicht schlecht ist, weil, ihr habt ja gesehen, so ein Ruhmskristall kriegen wir ja schon für 500 Ruhm. Und der mir natürlich ganz nah ist. So, wenn ihr jetzt aber zu eurer Meilensteinbelohnung wollt und dieses 1 halt nicht hattet, dann kommt ihr, wie gesagt, auf die Seite. Dann klickt ihr einfach hier auf Meilensteinbelohnung. Und da haben wir dieses Fenster, was wir früher auch schon immer hatten, mit dem Meilenstein. Ich sammle das jetzt einfach mal ein, weil ihr seht, wir haben den ersten Meilenstein. Zack. Dauert es ein bisschen. So. Und ihr seht, hier kommen dann die ganzen Punkte. Also ist natürlich jetzt pro Meilenstein nicht viel rum, aber es läppert sich natürlich. Und gerade in den höheren Allianzen ja, kann da, denke ich mal, einiges zusammenkommen. So, und jetzt seht ihr, wie das Bild aussieht, wenn ihr jetzt noch keinen Meilenstein habt. Dann seht ihr halt einfach nur das hier, oder teilweise ist es auch so eingeblendet, dann seht ihr das, Karte, Belohnung, das ist ja das, was wir immer kriegen, pro Karte hier, wir sehen es bei 3, gehen wir mal weiter rüber, würden wir 4 spielen, würden wir das kriegen, bei 5 das, ja, bei 6 das, aber da sind wir weit von entfernt, also ihr seht die ganzen schönen Belohnungen, für, je nachdem welche Map ihr spielt, und so sieht, wie gesagt, der Startbildschirm normalerweise aus. Dann einfach auf den Pfeil hier oben klicken, Belohnungen anzeigen und einmal rüber. Und schon habt ihr eure Meilensteine gesammelt. Ja, das war es im Großen und Ganzen dann eigentlich auch schon zu sagen. Gegnertechnisch hat sich ein bisschen was verändert. Wir hatten jetzt, können wir kurz reingehen. Ja, wir sind so gut wie fertig. Die ersten zwei Zwischenbosse in der 3 waren jetzt jeweils die Black Widow. Bei uns jetzt. Und jetzt gucken wir mal kurz, ob der Gegner noch steht. Ja. Er steht noch. Ihr seht, das ist der neue Endgegner in der 3. So, gehen wir mal so ran. Ja, Domano, ne? Also ich könnte jetzt natürlich noch beleben und so, weil es alles kein Problem. Aber es sind noch genug andere da und. So, ihr seht, ich bin noch ganz oben, können die anderen auch noch ein bisschen Spaß haben, ne? Im Notfall greife ich da natürlich schon noch ein, aber ich denke mal, den Rest packen die Jungs auch alleine.
Ja, ihr Lieben, das war's dann eigentlich schon. Ich wollte euch, wie gesagt, nur kurz das zeigen mit dem Meilensteinbelohnung, weil ja, dass für einige halt wirklich dachten, es gibt keine mehr. Und ja, wie ihr seht, sind sie halt doch noch da, ne? Von dem her würde ich sagen, viel Spaß bei den neuen Ali-Missionen und bis zum nächsten Mal. Das war's dann. Tschüssi.